Wir packen aus. Was haben wir denn da bekommen? Ja. Das ist moderne Kunst. Es hat 10.000 Dollar gekostet. Vor allem dieser Ausblick, das ist so herrlich. Ja, ganz, ganz viele Rehe. Wie geil ist das denn? Wie oft hast du in dieser Zeit versucht, auch eine Kreditkarte zu kriegen? Das ist mit meinen Haaren aus. Ja, das ist so ungefähr das, was man sich gewünscht hat. Das ist so. Wir haben so viel uns bemüht, diese Dinge einzupacken. Wir haben sie trotzdem nicht vermisst. Sind da Daten, die ich nicht lesen darf? Ja. Aber jetzt sind das die letzten vier und dann ist gut. Gute! Hallöchen, ihr Lieben! Da sind wir! Wir sind Mirella und Mike und wir sind endlich nach Amerika ausgewandert! Und wohin genau? Nach Austin! Oh. Austin, folgt uns auf unserer Reise durch Amerika, denn es wird spannend. Falls ihr Fragen habt, Kommentare. Folgt uns! Folgt uns! Hey, was haben wir denn da bekommen? Erzähl mal. Endlich ist sie da. Endlich. Was denn? Und sie hat keine Kreditlinie. Also sie hat eine Kreditlinie. Es ist eine echte Kreditkarte, keine Debitkarte. Keine Debit, keine Karte. So wie deine Frau so. So wie meine Frau so. Das heißt, wir sind gerankt. Erklär mal, erzähl mal bitte. Also man muss ja seine Credit Score hier immer aufbauen und schön pflegen. Und dadurch, wenn man hierher kommt, hat man keine Credit History. Ja, weil das man heißt, ja neu im amerikanischen System ist. Man hat keine Vergangenheit, die Kreditunternehmen kennen einen nicht. Entsprechend kriegt man keine Kreditkarte. Man kann nur eine Debitkarte im Prinzip bestellen. Also man hinterlegt einen Pfand, 500 Dollar oder 1000 Dollar. Und das auch nicht immer, nur bei der Hausbank und so. Also die stellen sich da auch da sogar an. Und man nutzt sie und diese fungiert dann entsprechend genauso wie eine Kreditkarte. Ja. Und wenn man dann artig war und immer schön alles bezahlt hat, hat man einen Credit Score aufgebaut, ähnlich wie bei uns die Schufa, bloß halt ein anderes ganz Score-System. Viel wichtiger. Ganz viel wichtiger. Ja. Alles hängt hier davon ab, sogar die Miete. Ja, alles. Und 6 Monate später, nachdem wir die SSN beantragt habe, haben wir endlich eine Kreditkarte. Ohne nein, warte mal, du überspringst. Welchen? Was überspringst? Du überspringst einiges. Was also, die erste Kreditkarte, die Debitkarte haben wir ja auf meinen Namen abgeschlossen. Die erste Debitkarte auf deinen Namen. Wie oft hast du in dieser Zeit versucht, auch eine Kreditkarte zu kriegen? Minütlich. Ja, also um ehrlich zu sein, deswegen darauf habe ich eigentlich gewartet. Du hast bei HEB eine Kreditkarte beantragt, weil das Problem ist, man kann seinen Credit Score nur prüfen, wenn man eine Kreditkarte hat. So, ich hatte eine, ich wusste, ich habe noch keinen Credit Score. Du hattest keine, du wusstest nicht, hast du Credit Score oder nicht. So, und dann hast du dich bei wie vielen Kreditkarten beworben? Bei eigentlich nur zu zwei. Und abgelehnt bekommen. Ja. Und jetzt irgendwann schreibt dir die Bank of America. Die Bank of America. Und dann hast du sie bei. Und jetzt hast du eine echte Kreditkarte sogar. Richtig. Du bist quasi sogar gerankt gegenüber mir. Weil ich habe eine gesicherte. Ich nehme an, wir sind beide im System eingetragen. Vermutlich. Mittlerweile haben wir auch das Auto. Wir zahlen unsere Stromrechnung, wir zahlen unsere Gasrechnung. Das Auto. Ich glaube, das Auto das ist es gewesen. Alles so Faktoren, die damit reinspielen, sind jetzt im System hinterlegt. Ja. Ich bin jetzt auch im System hinterlegt und ich habe endlich meine. Ja, und vor allem... Aber ich habe noch keine Ahnung, wie mein Credit Score ist, weil man da kann das erst sehen kostenlos, wenn man eine Kreditkarte hat. Und vor allem haben wir gar nicht erwartet, dass du gleich eine echte Kreditkarte kriegst. Genau, das haben wir gar nicht ist die Überraschung des Tages. Ja, ja, also bei dir sind immer noch 1000 Dollar hinterlegt. Ja, richtig. Das heißt, wir warten darauf, dass wir die quasi zurückbekommen und dann weiterhin diese Karte als Kreditkarte nutzen können. Ja. Achso, ja, und was ist dein Credit Limit? Was haben sie dir? 1000 Dollar. Total Credit Line, 1000 Dollar. Sind da Daten, die ich nicht lesen darf? Ja. Da. Wie lange ist es jetzt her, dass wir... Im Februar haben wir das gemacht. Und zwar war das Februar? Los Angeles. Ach so, ja, stimmt. Und, also im Februar haben wir unser Konto eröffnet. Richtig. Ja. Deswegen hattest du auch schon eine Kreditkarte mit Pfandhinterlegung, also eine Debitkarte. Genau. Und ich nicht, weil ich keine SSN hatte. Ja. Keine SSN-Nummer. Ja. Und du hattest schon eine, du konntest es schon bestellen. Und wir weil das ja schief gelaufen war, das haben wir euch erzählt im Video. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal, wo auch immer wir es verlinken werden. Da, genau. Ich habe darauf gewartet, dass du das machst. Ja, also das ist schief gelaufen mit seiner SSN, meine ist angekommen. Sein Umschlag war leer, was auch immer da passiert ist. Und wir mussten es dann in L.A. neu beantragen. Daher konnte er auch nicht ganz hinterlegt werden bei der Bank. Es war ein bisschen komplexer alles. Bei mir hat es jetzt sechs Monate gedauert. Ziemlich genau auf dem Kopf. Wahrscheinlich sind wir komplett im System hinterlegt entsprechend. Ja, ich kann es kaum erwarten, dass du das hinterlegst im App und dass wir dann gucken. Bin mal gespannt. Und dann duellieren wir uns. Ja, meine Credit Score ist schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben. Meine Credit Score ist bei 694 und das ist richtig gut. Das ist also für den Anfang super gut. So, genug gequatscht.
Kreditkarte ist da, möchte aktiviert werden. Ihr seht, man sieht nichts. Also keine Sorge. Nicht, dass ihr euch sorgt. Nicht, dass ihr euch besorgt um uns. Und jetzt sind wir mal gespannt, was dein Credit Score ist, falls es überhaupt von Anfang an da steht. Ne? Genau. Auf jeden Fall bist du jetzt Teil des amerikanischen Systems. Ein wichtiger Schritt, ein kleiner Schritt für hier. Für die Menschheit. Ein sehr großer für uns, weil damit sind neue Möglichkeiten möglich. Ja, jetzt können wir shoppen gehen. Genau. Haha. Was machst du da? Was machen wir da? Wir packen aus. Die letzten vier Kisten. Vier Stück. Eine haben wir noch gerade ausgepackt, da waren nur Bosch-Werkzeug drin. Haben wir vergessen zu erwähnen, glaube ich, dass wir auch ein bisschen Bosch-Werkzeug, also richtig hartes Zeug, nicht so Pupsi-Schraubenzieher, sondern wirklich Schlagbohrhammer. Ein paar Sachen haben wir mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben. Die haben wir schon ausgepackt, aber jetzt die sind schon in der Garage. Sachen dran. Da wir keine Lust mehr drauf haben, ihr seht, ich setze mich auch so, als würde ich eigentlich ein Jahr auf dem Sessel sitzen. Wir haben uns mal hier direkt vor dem Fernseher gestellt. Wollte ich gerade sagen, da wir keine Lust mehr drauf haben, haben wir uns entschieden, sie ins Wohnzimmer zu bringen. Wir machen den Fernseher an, gucken ein bisschen Big Brother, amerikanisches Big Brother. Ihr wisst ja, wir sind große Reality-TV-Fans. Und wir gucken ein bisschen amerikanisches Big Brother und dann wird währenddessen aufgemacht. Ich könnte jetzt auch erzählen, wir gucken irgendwas Intelligentes, eine Dokumentation über Tiere oder so. Aber es ist eine Dokumentation über Menschen. Über Tiere. Menschen, die sich eingekeckert haben und irgendwas machen müssen. Aber machen wir nicht. Wir machen tatsächlich, wir gucken Reality-TV und packen unsere Kisten aus. Wir haben ein bisschen reingeschaut, es sind nur noch Bücher übrig, ein paar Erinnerungen. Ein bisschen Deko? Ja, genau, ein bisschen Deko und was haben wir noch? Spiele, glaube ich so. Also so ein Schachspiel, Original-Schachspiel. Sachen, die wir gar nicht so vermisst haben. Jetzt auf das. Ja, also die man jetzt nicht am Anfang braucht. Wir sind auch gerade so ein bisschen leid, ständig auspacken, einrichten, machen, tun. Ja, das aber wir haben unser erstes Bild hingehangen. Ja. Das hier. Das ist ein Frankfurter lokaler Maler. Stellt ein Bembel dar. Bembel in Für die aus von euch, kennt man Bembel außerhalb von? Ich denke schon. Ein Bembel ist so eine, da trinkt man Apfelwein draus. Also das ist so ein Gefäß mit blauen Malereien immer. Und es ist ein Bembel mit Blumen. Und den haben wir einfach mal gefunden und ich weiß nicht. Da trinkt man Apfelwein, genau. Genau. Ja. Genau. Auf jeden Fall haben wir das mal gefunden und das hat uns so gut gefallen. Wir wussten da schon, dass wir auswandern. Da haben wir gesagt, komm, nehmen wir mal mit als Erinnerung an zu Hause. Haben wir jetzt aufgehangen, ist so ein bisschen kleines Oma-Bildchen, aber uns gefällt. Und jetzt geht's weiter. Ja, jetzt müssen wir das und hier haben wir auch ein bisschen Deko. Von daher, es wird sich auch wieder. Die fantastischen vielen Kisten, vier Stück. Aber wie du gesagt hast vorhin, ist es Wahnsinn, wie viel das verändert. Ne? So ein Bild oder so, ja. So ein bisschen Deko. Man hängt nur ein kleines Bild an die Wand und schon verändert sich das ganze Raumgefühl. Bringt Struktur. Ja. Und das ist das, was wir auch ein bisschen brauchen. Ist alles noch nackig, ist alles noch ohne Leben. Ja. Unsere persönliche Note. Man richtet halt erstmal das Wichtigste ein. Ne? Sofa, Sessel, Teppich und was auch immer, Tisch und so. Fernseher. Aber man tut jetzt keine Bilder an. Nein, nein. Ich habe extra ein dekoratives Kabel dahin gehangen. Weil ich mir gedacht habe... Das war für mich, das ist moderne Kunst. Ich habe das so bestellt. Das hat $10,000 gekostet. Genau. Das moderne Kunst hier richtig. Es ist gerade Wochenende, wir haben Samstag. Und ja, ich muss sagen, es nervt ja auch ein bisschen. Ne? Ständig sein Wochenende mit Sachen zu verbringen. Aber jetzt sind das die letzten vier. Und dann ist gut. Und dann wollen wir auch mal... Nicht, dass wir noch irgendwo Kisten entdecken oder so. Werden wir definitiv. Und wart ab, wir haben Weihnachten noch nicht aussortiert. Es ist, wie es ist. Eine Auswanderung ist nicht einfach. Und vor allem ein ganzes Haus einzurichten ist nicht einfach. Ich finde es eigentlich witzig. Wir haben so viel... uns bemüht, diese Dinge einzupacken, auszusortieren und wir haben sie trotzdem nicht vermisst. Ich bin gespannt, was drin ist. Ja, ich meine, man kann ja seine Bücher nicht wegschmeißen. Ja, das stimmt. Nein. Ja, aber es sind Erinnerungen. Eine Erinnerung vermisst du nicht. Ja, das stimmt. Die schmeißen irgendwann deine Enkelkinder weg, wenn du stirbst. Nicht so viel behalten, Tipp von uns. Wir haben schon wirklich viel weggeschmissen, aber... Nein, wir haben wirklich viel weg. Also wenn man sein gesamtes Leben in 10 Kisten kriegt, ist es schon sehr gut. Ist viel, ja. Ich bin schon stolz auf uns. Ich auch. So, aber jetzt Dani. Sonst. Aber zackig. Zack, zack. Ja. Gute Idee. Oh, ich bin so müde. Gut. Ich wähle das jetzt immer so aus und dann wissen wir auch, was da los ist. Presented by Dove Deodorant. Ich weiß nicht, ob ich den kann.
nur mit dir. Tada! Hat eigentlich auch gar nicht so lange gedauert. Wobei man sagen muss, man hat eigentlich keinen Bock drauf, wenn man sich mit Sachen auseinandersetzen muss. Ein paar Bilder haben wir, bei denen wir nicht so ganz wissen, wo sie hinkommen. Das ist mit meinen Haaren los. Weil wir in dem Haus keinen Platz dafür haben. Da drüben war Platz und jetzt hier sind die Wände zu groß dafür. Ja. Wir haben halt auch sehr viele Schrägen im Haus. Wobei wir hatten drüben noch mehr Schrägen. Drüben hatten wir keine Schrägen. Wir haben unsere Dachgeschosswohnung gehabt. Dachgeschosswohnung. Aber wir hatten keine Schrägen. Hatten wir überhaupt eine gerade Wand? Nein, aber wir haben sehr große Wände und sehr kleine Bilder. USA. Für eine Dachgeschosswohnung. Europa, Frankfurt. Ja, so ungefähr. Aber wir haben auch wunderschöne Bilder von Paris gefunden. Stimmt. Die haben wir gekauft. Da waren wir, wann haben wir sie gekauft? Da waren wir süße. 22 oder so. Süß. 22 bei unserem ersten Paris-Besuch. Ne? Ja, ja. An der Seine, da gibt es ja gegenüber dem Louvre, glaube ich, ist das. Und gab es zumindest damals so Künstler, genau, ja. Künstler, die ihre Bilder verkauft haben. Und die waren bis jetzt nicht eingerahmt und auch nicht, das ist eigentlich Leinwand, also die waren auch nicht fest auf so einer Leinwand-Dings. Und deswegen haben wir sie seit 15 Jahren oder so nicht seitdem mehr gesehen. Auf jeden Fall, ja. Und jetzt haben wir sie uns angeguckt, die sind wunderschön. Ich muss mal gucken, ob ich hier in Amerika einen Bilderrahmen finde, vielleicht mit Passepartout, weil eigentlich möchte ich sie nicht aufkeilen, ich möchte sie auf den Bilderrahmen, dass sie ein bisschen moderner wirken. Wir wussten gar nicht mehr, wie sie aussahen. Wir haben sie immer eingerollt gelassen und wussten nicht mehr, wie sie aussehen. Wir waren ja verdammt jung damals, als wir sie gekauft haben. Das stimmt, ja. Aber hatten schon Geschmack. Das eine hat mich total überrascht, das hätte ich gar nicht gedacht. Das stimmt. Dazwischen, also zwischen damals und heute, haben wir ca. 7 Wohnungen nochmal gewechselt. Und nicht einmal geschafft, die auszupacken und so. Und zu gucken, ob sie reinpassen. Genau, deswegen haben wir sie jetzt sicher verstaut. Nein, ich kümmere mich schon drum. Ist alles gut, wie gesagt, 2 Bilder haben noch keinen Platz gefunden, aber das wird auch schon. Es ist fertig. Wir sind fertig. Ja, keine Kisten mehr. Tada! Jetzt können wir uns einfach mal entspannen für heute. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Das heißt, das ist jetzt unser Arbeitspunkt? Das ist jetzt unser Arbeitspunkt. Sofa und Fernseher. Sind wir fertig. Endlich. Ihr Lieben, ich wollte euch kurz mal was zeigen, was wir in Europa eigentlich nur aus Amerika kennen. Mein Schatz, macht euch was vor. Also was haben wir jetzt? Ja. Warte, ich mach einfach mal. Schaut mal. Wir haben uns jetzt geil, oder? Dieses Riesencontainer-Game. Das war's schon. Also Waschmittel. Ja, und das ist dieser amerikanische Art. Ich weiß nicht, ich habe das in Europa, also in Deutschland zumindest noch nicht gesehen. Du nimmst das, legst es einfach hin. Theoretisch kann man es auch hier lassen, aber bei uns ist es ja im Weg und es sieht auch blöd aus. Man legt es einfach hin und man drückt halt einfach den Knopf. Fließt Waschmittel. Du musst es eigentlich dauerhaft hier so lassen. Ja, das theoretisch kannst du, also wenn du einen extra Laundry Room hast, dann kannst du das machen, aber bei uns ist das der Durchgang zur Garage und es sieht blöd aus. Und übrigens habe ich die gerade aus der Waschmaschine geholt, nicht erschrecken. Aber ist schon eine geile Sache. Den habe ich leer gemacht und den haben wir jetzt geholt. Der war es ist wirklich eine geile Sache. Super praktisch. Fasziniert mich. Höchste Ingenieurskunst. Ja, und vor allem, wenn man mehr da raus haben will, muss man hier einfach aufdrehen. Also hier kommt quasi Luft rein und dann, die haben sich schon Gedanken gemacht. Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Hausfrauen am Nachmittag, würde ich jetzt sagen. Hausfrauen. Und so machen sie das. Wir sind jetzt gerade zufällig zum Zeitpunkt gekommen, wenn der nette Postmann hier ist. Also so machen die das. Wir haben uns gefragt, ob sie irgendwie die Briefe von hinten reinschieben. Aber nein, die öffnen einfach. Er hat anscheinend einen Schlüssel für die gesamte Riege sozusagen und öffnet deinen Briefkasten und legt halt die Sachen rein. Ihr seht, da hinten ist ja auch ein Päckchen zum Beispiel da. Legt die Sachen rein und dann macht er wieder zu. Das heißt, eigentlich praktisch hat der Postmann immer Zugriff auf deinen Briefkasten, gerade wenn du die Sachen nicht abgeholt hast. Und da ist ja schon mein Schatz. Hallo, was ist denn alles da angekommen? Busy was. Wir waren länger nicht. Dann ja. Wissen wir auch diesmal da. Ja, wir waren länger nicht an der Aber das ist so befreiend, oder? Würdest du auch sagen? Also mir geht's so. Es fühlt sich so befreiend an, nicht ständig an seinen Briefkasten zu gehen irgendwie. Kommt wahrscheinlich noch mit der Zeit. Müssen wir mit der Zeit öfters an den Briefkasten. Derzeit ist es noch so ein bisschen... Wir kriegen ja auch nicht viel aus der Werbung. Ja, also so sieht's aus. Ne? Ihr seht, der ist da, hat die Dinger aufgemacht und packt jetzt alles rein. Krass. Ja, so ist das hier. Boah, ich bin so fertig. Ich habe gerade 6 Stunden da gesessen und BAFA beantragt. Viele von euch werden sich noch erinnern können, wir haben ja eine Förderung beantragt für die Baustelle, weil wir auch das ganze Dach saniert haben und Wärmepumpe und alles Mögliche. Fragt übrigens nicht, wie die Baustelle läuft, darüber wollen wir nicht reden. Jetzt ist es aber zumindest soweit, dass wir die BAFA beantragen konnten, weil wir sowieso unsere Summe schon längst überschritten haben. Und ich dachte, ja, easy peasy, ich lade ein paar Rechnungen hoch und gut ist. Ja, easy peasy. Ich habe 6 Stunden da gesessen. Erstens,
Jetzt habe ich angefangen, alles hochzuladen. Man muss alles doppelt und dreifach eintragen, auch die Summen. Und der Energieberater hat schon seine Arbeit getan. Man muss alles trotzdem nochmal bestätigen. Dann merke ich, oh warte, wir haben irgendein Formular, was die uns normalerweise mit dem Zuwendungsbescheid schicken, haben sie uns nicht geschickt. Das ist aber personalisiert, dieses Formular gibt es aber nicht. Also musste ich ein anderes Formular nehmen, abändern, mit dem Energieberater telefonieren, fragen, ob er das vielleicht hat, wie auch immer. Dann wieder von vorne anfangen, dann merke ich ja, die wollen jede einzelne Abschlagszahlung hochgeladen bekommen als Rechnung. Ja, also die Schlussrechnung reicht nicht. Also geh los und mach die Abschlagszahlungen. Ja, dann haben sie mich aus der Maske rausgeworfen und dann musste ich von vorne anfangen. Der letzte Wusch jetzt, wo es alles geklappt hat, hat 3 Stunden gedauert. Drei, ja. Ich bin jetzt so fertig. Ich setze mich jetzt auf dem Sofa und ich weiß gar nicht, ob ich noch was schaffe. Eigentlich will ich noch ein bisschen ein Video schneiden fürs Wochenende. Mal gucken, ob ich noch dazu komme. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt gutes Wetter und ich hoffe, ihr müsst keine BAföG-Rechnungen hochladen, sondern dass ihr einfach eure Zeit genießen könnt und euer Leben genießen könnt. Hi. Hi. Was machen wir gerade? Wir laufen gerade tatsächlich zurück vom ATB nach Hause. Heute Morgen waren es nur 22 Grad draußen. Da haben wir uns zum ersten Mal entschieden zu laufen. Bisschen bewegen. Wir brauchten nur ein paar Kartoffeln und eine Paprika. Und ich wollte gerade das Auto nehmen. Und dann haben wir gesagt, ey, weißt du was, wir wollten sowieso mal spazieren gehen. Lass mal einfach zum ATB laufen. Das sind 2,4 Kilometer. Das haben wir getan. Und es ist so herrlich. Das ist Wahnsinn. Das ist super, super schön. Ja, die Nachbarn sind... Es ist Sonntag übrigens. Ja, haben wir schon erwähnt. Es ist Sonntag und wir gehen einkaufen. Es ist Sonntagmorgen. Es ist einfach herrlich, sonntags einkaufen zu gehen. Und also allgemein die Befreiung, nicht mehr irgendwann einkaufen gehen zu müssen. Ja. Und dieses Wochenende immer vorzubereiten. Ich habe das Gefühl, das ist eine sinnlose Belastung. Man kann jederzeit einkaufen gehen. Jederzeit von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Durchgehen. Von Montag bis Sonntag. Das ist herrlich, ja. Und es ist ein Traum. Die ganzen Nachbarn sind draußen, da fummeln irgendwas an ihren Autos oder an den Häusern oder an den Gärten. Die Bewegung tut halt auch gut. Bei 40 Grad dauerhaft im Sommer fällt es halt schwer. Sehr schwer, ja. Tagsüber. Ja, da läuft man 5 Minuten, da ist man platt. Richtig. Und da huscht man wirklich nur von Klimaanlage zu Klimaanlage. Wir können hier rüber. Ja, komm, wir gehen schon. Und wir sind nicht die Einzigen. Also laufen tun sie auch. Die tun auch Fahrradfahren. Nicht, dass man denkt, wir sind die einzigen Verrückten, die hier durch die Gegend laufen. Gut, die machen das mehr so für Trainingszwecke. Natürlich gehen sie nicht einkaufen, so wie wir Europäer. Wir machen auch ein bisschen Tempo, deswegen hecheln wir auch so. Hast du jetzt auch deine Kilos auf dem Rücken? Schön, Kartoffeln und so drin. Das heißt, Gewichte sind mit dabei. Und das ist schon geil. Und vor allem dieser Ausblick, das ist so herrlich. Ich meine, hier einfach mal, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich, wirklich, wirklich herrlich. Ja, das ist so ungefähr das, was man sich gewünscht hat. Ne? Ja. So. Never felt the kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I stay a little more. I can't look away from those brown eyes. And if we settle down, we don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. And we can take our time and we may change our mind. But I can tell a good thing when a good thing comes along. Darling, tell me all about the dreams you had last night. You can be so restless in your sleep. Leute, wir haben heute Sonntag und wir haben gerade unser Video gepostet und wir haben 500 Abonnenten. Geil. Wir freuen uns extrem, 500 ist halt eine große Zahl. Ne? Wir haben es gar nicht erwartet, das ist so... abgeht, sage ich mal. Also wir sind jetzt keine super Influencer, aber und so schnell vor allem. Das gar nicht erwartet. Dankeschön auf jeden Fall. Dankeschön an euch alle, die uns abonniert habt. 500, es ist wirklich Wahnsinn. Also man glaubt gar nicht. Ich meine, wir wollen einfach nur unsere Story posten und wie wir auswandern und wie wir ausgewandert sind. Dass so viele Leute gucken wollen, haben wir gar nicht erwartet. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Wir feiern jeden Einzelnen. Aber jetzt diese Summe, so eine runde Summe, die feiert das man ist natürlich. Schon viel. Das ist krass, ja. 500 Leute sind
viele Leute. Ne? Das ist so ungefähr 10-mal so viel, wie wir Gäste bei unserer Hochzeit hatten. Wenn ich jetzt vor 500 Leuten präsentieren musste, würde mir ganz schön die Muffe gehen. Ja, deswegen, Gott sei Dank gibt es Kameras. Ja. Voll cool, wir freuen uns voll. Ja. Also, danke nochmal an euch alle. Danke. Wir fühlen uns sehr geehrt. Ja. Wir werden uns weiterhin Mühe geben, schöne Videos für euch zu machen und euch alles zu zeigen. Und wir lassen. Wir haben schon ganz viele Ideen, es sprießt schon alles und wir brauchen nur Zeit. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Deswegen sind wir am Sonntag da und arbeiten. Richtig. Es ist halt, wie es ist, bei jedem Einzelnen. Ne? Auf jeden Fall, wir bemühen uns, euch mitzunehmen und nichts auszulassen. Und ich hoffe, wir lassen nichts aus. Crazy also, Zeit auf jeden Fall. Crazy Zeit für uns wirklich. Keep Austin weird, ne? Oh ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Gute! Bei uns ist es guten Morgen und zwar Samstagmorgen um 9 Uhr oder sowas in der Richtung. Ihr seht, die Sonne ist gar nicht mal so stark und wir sind gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Wie der Standardnormalverteilung beim normalen Menschen. Am Samstags Sonntag. Einkaufen. Nee, Sonntag. Sonntag. Heute ist Sonntag. Die Standard-Normalverteilung in Amerika. Heute ist Sonntag. In Deutschland, ich habe mich schon umgewöhnt. In Deutschland geht das ja gar nicht. Wir sind jetzt zum ersten Mal bei den Austern einfach mal schwach geworden. Es gibt jetzt Austern, die sind nämlich im Sale, 10 Stück für $10. Und das ist super, super, super gut. Wir nehmen einmal 5 von diesen Gold Oysters, die hier. Ich bin nämlich gespannt, die sollen nicht ganz so gut sein, weil der Golf natürlich ein bisschen wärmer ist als da im Norden. Und die hier, die er jetzt nimmt, die sind aus dem Norden, aus Connecticut. Und schaut mal, wie schön er sie prüft. Ne? Der schlägt immer aufeinander und guckt, ob sie noch leben. Es ist uns nämlich leider in Frankfurt schon passiert, dass wir von einem guten Laden sogar Austern gekauft haben und die Hälfte war kaputt. Mehr als das, ja. Den anderen haben wir so reingedrückt und es war, glaube ich, auch nicht mehr gut. War nicht mehr so gut, ja. Ja, auf jeden Fall, wir freuen uns drauf. Ihr kennt uns ja, wir stehen auf Austern. Austern müssen sein. Austern müssen sein. Kleine Vitamindosis. Das erste Mal, dass wir hier in Amerika schwach werden zu Hause. Stimmt, ja. Ne? Selber. Haben wir eigentlich ein Austern-Ding? Aber nicht mit dem Messer oder so. Wir haben alles. Achso, und was ich vergessen habe zu erwähnen, ich habe mir Lachs geholt und er hat mich gefragt, ob ich es auf Eis haben will. Also das finde ich total geil. Und die Oysters, die tut er auch auf Eis packen. Das finde ich total gut, ne? Weil es ist schon sehr warm. Thanks, man. So, jetzt gibt es auch noch für meinen Schatz etwas von der Fleischtheke. Heute gibt es Surf and Turf für ihn. Aber ich wollte euch diese Patties zeigen. Schaut euch mal an, wie fett die sind. Das ist für Bürger angeblich, ja? Also ich esse 3 Tage daraus, nämlich. Aber die Fleischtheke hier ist einfach nur der absolute Oberhammer. Schaut euch das an. Die haben alles, wirklich. Die haben nichts, glaube ich, was sie nicht haben. Ein paar deutsche Dinge habe ich noch nicht entdeckt, aber auch hier die Hähnchen auseinandergenommen und nicht auseinandergenommen. Also wirklich verrückt. So, jetzt gehe ich zurück, weil hier ist es mit Nummern. Hier wird gezogen. Also an einem Sonntag ist es so voll hier, dass man mit Nummern ziehen muss. Dass man rankommt, gell? Ja. Und du wartest jetzt. Welche Nummer hast du? 59. Ah, die Nummer 59. Ihr Lieben, wir sitzen gerade hier, bereiten uns vor, um zu grillen. Und schaut euch mal, was ich gerade über die Straße gesehen habe. Seht ihr die da hinten? Ich hoffe, man kann sie sehen. Ich zoome jetzt mal ein, auch wenn die Qualität da nicht mehr so gut ist. Da sind ganz, ganz viele Rehe. Wie geil ist das denn? Wie viele sind denn das? 4 sehe ich. 4, ja. Alleine. Und ich glaube, 1 ist nach rechts gelaufen gerade. Oh mein Gott, wie schön. Wie toll. Oh, was ein Wir hatten Bild. Schon mal Rehe gesehen, aber in einer anderen Aber nicht Gegend. Hier bei uns, Richtig. Ja. Und wir dachten, es wäre irgendwas Besonderes, also was Außerordentliches, aber anscheinend ist es normal. Es gibt auch beim HEB bei uns im lokalen Store, da kann man auch Erde kaufen oder so. Ja, extra stimmt. Extra Deer. So, wie nennt sich das Deutsche? Diese Holzpellets. Richtig. Ja, diese Holzpellets, die man schon schwer jetzt mittlerweile. Ja, ich weiß es nicht mehr. Diese Auf jeden Fall, wir haben Rehe eingeladen. Wir grillen heute. Oh, schaut euch das an. Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, also was wir sagen wollten, es gibt diese Holzpellets, die man ja normalerweise im Garten verteilt. Und die sind mit einem extra Geruch, sodass Rehe angezogen werden. Ja. Und es kann sein, dass manche das hier nutzen, aber hier auf dem Feld haben wir noch nie welche gesehen. Oh mein Gott, wie schön. Ja, also in Texas ist man der Natur tatsächlich etwas näher. Ja, das stimmt. Also zumindest hier, ne, bei uns. Ich weiß nicht, ob es in ganz Texas so ist. Ich versuche die ganze Zeit zu zoomen. Also für uns sind sie viel näher dran, aber ihr wisst ja, wie das mit der Kamera immer so ist. Voll süß hier gerade her. Ja, ich glaube, die haben sich vor meinem Geschreiere und Kreischere erschrocken. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie auf die Straße gehen. Das sollen sie nicht machen. Ja, jetzt heute reden. Oh. Aber das ist doch mal ein schönes Bild. Ne? Man sitzt hier, man bereitet sich gerade vor zu grillen und
ja, da gegenüber hat man halt Rehe, ne? Aber meine Kamera macht schon nicht mehr mit. Ja, die gehen jetzt auch langsam. So. Snack. Wahnsinn.